Was bei willkommen zu Spieltag Nummer 2 im EPP. Heute gegen den guten Pascal Passport, irgendwie sowas. I'm sorry. Ja, ich finde noch schön, dass ich jetzt auch ready bin. So. Ich bin gespannt, wie das heute läuft. Ich bin mit meinem Team voll, bin ich nicht zufrieden, muss ich sagen. Aber es ist auch nichts Besseres bei rausgekommen, deswegen sind wir mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja. Wir haben heute dabei Iron Valiant, ein Bandit Iron Valiant, Black Sludge, der Geigen mit Sleep Talk gegen das Darkrai. Wir haben ein etwas defensiver, weil etwas bulkieres Fiaro wegen dem Galazaptos. Wir haben ein AV Capoeira, ein Walschall Metagross und ein Pokémon zwar mit Fassade. Donut und Fassade. Schauen wir mal, was da jetzt so auf uns zukommt. Er meint, er macht noch Anmod und sucht dann. Ich suche jetzt schon. Dann seht ihr gleich. Ah, ja, wollte ich gerade sagen. Dann kommt gleich die Rückmeldung, dass so nicht funktioniert hat. Ja. Ich bin mal gespannt. Zettel ist auch schon bereit. Ich habe auch schon alles im Kalk drin. Alle drei Aufnahmen laufen, Facecam, OBS und Audio laufen alle drei, das ist doch wunderschön hier. Ist mir alles ein bisschen zu stressig hier. Ich weiß noch nicht, wenn ich mit der Antwort fertig bin und warten muss, weil ich nicht mehr weiß, was ich erzählen soll. Immer schön durchgehen, ja. Ich bin ja nicht selbst schon durchgehen, scheiße. Ja, ne? Ich hab diesmal alles auf Level 100, nicht so wie letztes Mal. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich ein Passwort schon mal gespielt hab. Wahrscheinlich nicht. Und der Discord-Chat hat erst angefangen am 20. Januar. So, jetzt Hille. Kann auch schon was hat. Okay. Sie haben nur seine ersten zwei Tiers. Also, wir haben Darkrai. Wir haben Gaptos. Wir haben Glizzy. Wir haben Slowking. Wir haben Petcherunt. Und wir haben Flawgas. Okay. Okay, ich glaube, ich bin auch mit Aemon rein. Eben ist sich schöner als Darkrai, deswegen. Ich finde es schon mal ein relativ ordentlicher Lied zu sein. Okay, das ist schon mal ein bisschen kacke, das Matchup, aber ja, ne? Krieg mal hin. Ich krieg ihm erstmal einen Taunt. Mal schauen, was er so an Status rumrennen hat. Okay, shit, shit. Geht mein Föhn auch schon mal ins Leere, aber das ist relativ irrelevant. Ich will jetzt aber nochmal Taunte. Was könnte da reinkommen jetzt? Ich will nur seine Dinger rauskriegen, sein. Sei Toxic Orb. Ich hätte trotzdem auf den Taunt. Das sind alle seine Monster nicht so die größten Fans von getauntet zu werden, finde ich gerade, wenn ich so das alles sehe. Vielleicht Gaptos noch am ehesten, aber ob der in den Zapdos reinholen, in Fiaro reinholen, ist die andere Frage. Hat er eine Edge? Das ist jetzt die Frage.
Kein Bender, okay. Flame Buddy. Ah, nee, ja, stimmt. So viel dazu. Okay, also sind wir schon mal 2-0 Runden quasi. Gut, dass ich selbst auf die U-Turn gegangen bin, das wäre jetzt ein bisschen kacke gewesen. Im Endeffekt war es besser, dass ich jetzt auf vorne gegangen bin, also sonst hätte ich noch irgendwelche Moves revealed oder sonst was. Das sind noch 3, 2 Stück da rein. Ist okay? Da kann ich wahrscheinlich eher nicht. Da kann Max sich nicht so hier U-Turns zu fressen oder so, oder? Anscheinend mag er es doch U-Turns zu fressen. Dann drücken wir hier mal U-Turn. Schon mal, dass wir so einen Schaden machen. Guter Schaden, ja. Und dann gehen wir einfach mal in Tandrak. Find's sauber, okay. Sollen wir auch nicht tanken oder auch nicht? Okay, wir haben einen Crit, also. Ich gehe einfach auf Schlammburg, oder? Okay, hier ist ein bisschen kacke, aber ja. Lebt man mit. Wenn ich jetzt einschläfe, gehe ich in der Runde nach einfach auf den Sleep Talk einmal. Falls er jetzt angreift, sollten wir nicht. Oh. Okay, tschüss, Sandrak. Das ist einfach kein der Psy-Shock. Das wäre sich jetzt neu. Geh mal Antivist. Jetzt tatsächlich etwas uncool. Weil ich den jetzt noch gerne einen Petrovent gehabt hätte. Ich mache jetzt die Double in Mantra. Da kann ich genau das Problem, was ich erwartet habe. Das ist schon mal schön. Wir einfach drin. Was ist schon so ein Mag-Punch? Spielt ihr habt irgendwie ein Spielt Sleep? Wir haben jetzt hier eine Tri-Tag, die noch plus 1 ist, also. Wir machen jetzt richtig guten Schaden oder wissen, dass er sleepen kann? Das ist riskant. Wir sind Full Spets Attack B12 plus 2, ja, der ist weg. Das war risky, mein Bester. Nehme ich aber mit. Schön, ist immerhin schon mal der größte Threat weg. Und das einzige Mon, was ohne Item schneller ist als Valiant. Und das gefällt einem Band Valiant sehr gut. Sehr, sehr schön. Den Spezialtech-Boost gar nicht gesehen oder so? Also. Das ist jetzt nichts Neues, das P2 ballert. Frage, bleibe ich jetzt drin und ich einfach mit Try-Attack, weil ich denke, dass er auf uns predicted. Oder ich in Recover, wenn er drin bleibt. Oder ich gehe in 4-Hour.
Und tatsächlich ist Fiyaro nicht so wirklich wichtig in dem Matchup. Und wenn er einen Angriffsmove macht, kriegt er vielleicht einen Burn drauf auf das Ding, was schon mal sehr praktisch wäre. Halte ich hier einfach ein Fiyaro aus. Gönn Flame Buddy. Gönn Flame Buddy, gönn Flame Buddy. Flame Buddy, Flame Buddy, Flame Buddy. Schade. Boah, wäre ich jetzt auf den Tri-Tech gegangen. Auf die U-Turn, das wäre viel zu geil gewesen. Wird ja aber was für ein Item hat. Das wäre relativ entspannt zu wissen für Iron Valiant. Hier mal von einem Scarf aus. Zahnärzte wieder, okay. Ich taunte wieder. Bevor der irgendwelche Toxics rumwirft, danach kriege ich einen P2. Wobei, will der knocken? Ja, der will Toxic. Also Toxin will er auf jeden Fall schon mal. Toxic, U-Turn. U-Turn und Tact haben wir jetzt gesehen. Rechnen wir noch mit einem Q oder einem Knockoff. Ich meine, Entivist. Aber wir sind ja nicht, wir sind ja kein Techniker, wir sind ja Bedroher. Schüttend. Zum Leid 2 wahrscheinlich wieder Zapdos, ne? Ich will Yitan den Damage eigentlich kalken sollen, ne? Aber das wahrscheinlich relativ normal sein, das weiß ich so viel. Vollgruppe. Furry, ich exle jetzt, glaube ich, einfach. Oder? Oder mache ich einen Safe Switch? Ich muss safe gehen in der Situation. Und vielleicht kriegt damit irgendwann den Flame Buddy. Schlussflug. Burn. Natürlich nicht. Ja, muss ich in Kingslayer gehen. Ist die Frage, geht da ein Patcher, dass ich knocken muss? So, okay. Das ist neu für mich. Gehe ich auf einen Abschlag? Oder ein Patcher geht? Gehe ich auf einen Icy, weil ein Glizzy geht? In anderen Fall bin ich schneller. Aber das war Bandit Image, oder? Was? Gibt Tail in der Song oder so. Hatte ich zumindest so im Kopf. Ah, könnte Hyrule gewesen sein. Icy Burn Knock, Icy Burn Knock. Icy. War dumm, oder? Patcher? Okay, der ist weg. Sehr schön. Oder auch nicht. Das heißt Giftheilung mittlerweile? Okay, ich bin so veralt, weil es dieses Game angeht. Das ist ja brutal. Aber der bleibt jetzt nicht drin. Oder denkt der. Der weiß nicht, dass ich gescarft bin, ne? Der weiß nicht, dass ich gescarft bin. Der wird denken, dass er vielleicht schneller ist. Denn dass ich austausche oder so? Bist du scouten? Alter, meine Stimme los.
Und jetzt kommen wir Switch Out in Petcherund. Alter. Muss den Meter hier am Leben halten. Das kann ich nichts riskieren. Hier raus. Patcher. Sehr schön. Spukball. Lebt der nicht, der muss raus. Der muss sofort wieder raus. Der lebt in der Situation gar nichts. Natürlich, gleich Vergiftung und. Komm durch. Komm durch, Mensch, du bist es. Und weg. Was? Hä? Was ist denn das? Plus 1 P2. Es gibt legit keine Welt. Oder ist ein EV-Patcher oder was? Ach du Scheiße. Na, ja, Kingslayer. Wir hatten hier plus ein Shadow Ball gerade. Ich bin ja unglaublich verwirrt, meint man vielleicht. Krieg ich Zapdos rein vielleicht? Kopfschmerz, okay. Das ist. Okay, der kriegt einen Knock-up, sehr schön. Sehr guter Schaden. Ich drück direkt weiter. Boah, jetzt kommt wahrscheinlich. Das war ich. Glizzy, ne? Warum hattest du wenig Schaden gemacht vom P2? Ich raff das gerade nicht. Also laut Kalk muss ein plus 1 Shadow Ball Minimum 67% Schaden machen. Das war die Hälfte. So, okay. Nasche ging irgendwann weg. Jetzt kann man wahrscheinlich aber das Zapdos direkt rein. Aber wenn Zapdos reinkommt, werde ich knocken. Einfach aufgrund dessen, dass ich den schlechter revengen kann, wenn er keinen Scarf hat. Besser revengen kann, wenn er keinen Scarf hat. Boah, ich hab auch jetzt Glizzy wahrscheinlich, oder? Wenn Glizzy kommt, gehe ich einmal in P2 und double deck zurück in Meta. Ich glaube, oder?
Und ich in Entivist. Und ich auf den Triple Axel. Shit. Soll ich hier so einen Mantra oder Triple Axel ich einfach mal? Ich bin immer erschrocken, wie viel Schaden jetzt gemacht hat dieser Shadow Ball. Ich raff das nicht. Der muss echt eine EV tragen. Ich will jetzt hier auch mit Mantra gehen. Ich triple Axel hier aber. Die Frage, wie reagiert ihr jetzt am besten? Ich finde ein bisschen Momentum gerade in dem Team. Upsa. Jetzt Patcher reinkommen, aber okay, ich wechsle aber tatsächlich hart aus. Interesting. Boy Helm, okay. Natürlich treffe ich jetzt dreimal, ne? Wenn Boy Helm da ist, muss ich dreimal treffen. Ja, ganz wichtig. Mach keinen Schaden, aber Hauptsache dreimal treffen. Die Stream manchmal so brutal. Du weißt sofort, wenn dein Boy Helm da ist, dass du dreimal triffst. So 100%. Mentor und einmal recovern. So viel Dragagi weggeroppt, das ist halt einfach kacke. Das ist gerade, ja. Und jetzt kommt halt Zapdos rein, ich muss irgendwas reinwerfen. Jetzt ist halt die Frage, ob da jetzt ein Dinger kommt, ob jetzt ein CC kommt, wo ich in Meta gehen muss. Wo ich in hier. Ja. CC kommt, wo ich jetzt in wo ich in Dinger raus muss, in Shadow Moses, ob da jetzt ein Sturz kommt, wo ich in Meta raus muss, oder eine U-Turn, wo ich einfach drin bleiben kann. Ich sehe noch Aston auf Brave Burden. Ich weiß immer nicht, was. Wobei ich kann es mal zeigen, was für was er an Schaden macht. Meter raus, einmal mal, um es mal zu haben. Das sollte jetzt Schaden sein, ne? U-Turn 20%, das kommt sehr gut hin, ja. Oder wie viel war es gerade? Muss hier Patcher rein, tippe ich mal. Ich muss hier auf den Eishieb gehen. Es gaudet wieder eine Runde.
Ich würde gerne mal Schirmmodus reinholen, kann ich aber halt leider nicht. Weil mein. Weil leider mein. Weil mein Pivot down ist, mein Fiaro. Weil ich mir an Anstelle verpredicted habe. Und ja. Dragagi fehlt mir auch, weil ich den sonst eigentlich relativ easy in meinen Patchwound reinwerfen könnte. Und auf Rumdragon tailen könnte. Erdbeben, das sollte kein Tool sein, oder? Okay. Kann ich einmal gegen recoveren. Sehr gut. Boah, wenn die. Die können jetzt richtig cocky rausgehen, ne? Auf meine Recover, er weiß nicht, ich werde recovern jetzt. Er weiß, ich werde jetzt recovern. Aber ich muss recovern, das ist das Problem. Weil er geht auf den Kill, okay. Okay, ich glaube, das ist over jetzt. Das ist mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Well. Das ist over hier in der Stelle, glaube ich. Der taktet halt eben, das ist das Problem an der Sache. Ich kann ihn nicht predicten, weil er eh taktet. Oder? Natürlich lebt er. Natürlich! Warum sollte er auch nicht leben? Ist das nervig, ey. Jetzt kommt Zapdos ran, kann halt Free Brave werden, ne? Oder? Nein. Ich sehe ja noch eine minimale Chance, ne? Ich helfe jetzt Capoeira ab. Ja, kann er machen. Das ist sogar lieber so. Weil ich so direkt Zapdos reinkriege. Falsch, Spieler ist jetzt in der Richtung safe, dass er jetzt hier. Brave. Also, wenn der safere Play wäre, theoretisch einfach U-Turn wieder zurück im Patcher. Ich weiß nur, ob er das macht oder ob er hier auf dem Kill geht. Ich gehe nicht im Meter raus. Kann ich ja machen. Was ist mein Play hier? Was ist mein Play hier? Inwiefern müsste ich eigentlich rein theoretisch aus? Wenn er. Okay, er spielt so. So, jetzt gehe ich in Metagross. Gehe ich auf eine Q? Oder. Also, Eierfilter unter uns auf jeden Fall. Es ist kein Meteor Mash. Ice Heap, falls Glizzy kommt. Es ist Knock, falls. Ich will ihn halt leider nicht two-shotten, den Kleinen, ne? Oder? Der war ziemlich spätstef, das haben wir ja gesehen. Also, selbst. Wenn. Je nachdem, wie der Schaden halt zwar. Im Defekt. Ja, full Fist-Dev. Macht einen Knock halt auch nur 30%. Ich tue jetzt halt auch nur maximal 40. Aber ein Knock wäre halt auch für Zapdos gut. Deswegen knocke ich jetzt hier auch.
Der ist weg. Was macht er denn jetzt? Also wenn Flawless kommt, knock ich einmal. Der Knock war jetzt insofern blöd, dass er für den Flawless gehen kann. Und ich da halt einmal irgendwann Iron Valiant reinwerfen muss und der halt von dem Moonblast wahrscheinlich stirbt. Das Problem war schon eine Sache. Und wenn die richtige Turner passen, man nicht mal rausgehen kann. Und werden das mit Nox runterdrücken. Okay, Vogelgrippe bekommt. Ich bleibe auf den Nock. Weiß echt nicht mehr, dass ich Scarf bin oder nicht. Nahkampf, okay. Ist nicht uncool, dass ich ihn dann scarfe, weil. Oder falls ob ein Scholz-Item hat. Ja, Batscha, okay. Hätte ich es jetzt natürlich gewusst, hätte ich jetzt nicht auch einen Schildermodus rausgehen können. Ich weiß, ob ich das jetzt mache. Ich mach's jetzt. Ich bin so behind, dass ich hier Plays mache, dass ich hier sowas machen muss. Leider. Jetzt hätte ich jetzt nicht mehr in Zenith-Bot auf. Ja. Valiant. Und mein Close Combat? Ja, dann okay. Wie mache ich zum Patcher und Pollen, okay? Ne, bitte raus nochmal einen Moonblast. Wir wissen mein Play jetzt hier mit dem Kingster zu gehen und hoffen, dass da vielleicht immer was lebt. Weil Valiant brauche ich hier schon für die anderen noch, Mons, aber ja. Lebe ich noch einer? Nee. Okay, dann geht das Ding hier 3-0 aus. Also ich kriege jetzt noch die Spirit Break Ultra Triple Crits oder sowas. Was ich verbedenken sollen gerade, dass da noch der Spezialtech Drop kommt. Okay. Ja, den Crit hätte ich vielleicht auch mal gebraucht, weil er vorher im Game, aber er hat beide bekommen. Ah, ja, scheiße, ne? Ja, im Endeffekt. Tandark viel verloren, weil ich dachte, weil ich nicht wusste, dass Darkrai Psyshock kann. Das war schon mal ziemlich kacke. Ich hätte auch was besser machen können. Also wenn ich den Sturzflug auf in der Runde, wo es auf Yao geht, rieche, dann kann ich Yao natürlich auch saven. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass er nochmal einen U-Turn drückt und eine andere Roll überlebe ich eben auch bei dem Brave Bird. Das ist ja das Ding. Ein Burn hätte vielleicht außerdem
Gutes getan, aber ich war einfach glücklos in, dem ganzen Game. Ist auch kein Vorwurf, aber bisschen Glück hätte man haben können bei so bei sowas, aber passiert, I guess. Ja, Tana hat mir insofern diese Chance gegeben, dass ich nicht jedes Mal auf Patcher irgendwie P2 gehen muss oder so, dass es immer lower geht durch die ganzen Toxics und so. Plus hätte mir die Möglichkeit gegeben, irgendwelche Switch-Ins auch wieder mit Dragon Tail auszuphasen. Und wir haben mir halt insofern einen Pivot gegeben, dass ich mit dem einfach ein bisschen rum hätte U-turnen können. Ich habe lieber ein bisschen mehr von Valiant gesehen. Problem ist, er hat quasi alles dabei, was ich mit dem Valiant Probleme kriegen würde. Oder könnte. Scarf Zapdos. Darkrai am Anfang halt. Dann eben Patcher. Alles ein bisschen schwierig mit Valiant. Upsa. Das weiß ich nicht. Ja. Und so verlieren wir das zweite Spiel. Ich glaube, erster Spieltag waren 4-0 oder so, wenn ich es im Kopf habe. Ja. Scheiße klopfen, wird dann nächste Woche wieder besser. I guess, wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag, beim nächsten Teambuilding sonst wo wieder. Und bis dahin, tschüss, bis bald.